Willkommen, Freunde, zu A Dead of Night. Jetzt wird mal wieder ein bisschen was Gruseliges gezockt. Ich hoffe, es schockt uns auch wirklich. Dann starten wir mal ein neues Game. Ab geht's. The Story of Jimmy Hall. Jawohl. We need to find a compass and a scrying mirror. Okay. Is this the device you found? Select this to switch it on. Hier. Ah, jetzt so funktioniert das. Können wir uns eigentlich drehen? Ah, wir können uns immer nur so drehen. Okay, das ist der World to Dolls. Drehen uns aber nochmal. Open Menü, okay. So, am Anfang noch ein bisschen komisch hier. Aber wir versuchen mal die Treppen zu nehmen. Gehen wir mal nach oben, wa? Alter, das Hotel ist aber riesig. Okay. Haben wir vergessen? Das heißt, wir müssen wieder runter. Mit der Tür. Auch zu, okay. Das heißt, noch einen runter. Irgendwo wird schon auf sein. Wahrscheinlich müssen wir wieder dahin, wo wir zurückgekommen sind, hingegangen sind. Oder rausgegangen sind. Genau. Das war ja unsere Ausgangslage. Also wir gehen mal nach hier vorne. Hier findet man nichts. Das heißt, wir drehen uns mal hier. Der ist out of order. Mal weiter. Aber flink. Dann gehen wir mal eine Treppe nach unten. Das wäre nochmal was. Wahrscheinlich müssen wir auch in den Keller oder so. Ist auch zu. Ah, nicht go up. Hab ich go up gesagt? Go down. Und zwar aus einem einfachen Grund. Was ist das denn hier? Tür ist zu, ne? Ja. Okay, dann gehen wir wieder nach oben. Und dann müssen wir hier wieder rein. Das heißt, wir müssen eigentlich dann, wenn wir hier nichts finden, sogar in die Richtung. Hier ist nichts. Können wir uns so drehen. Und so drehen können wir dahin. Kommen wir dann an die Rezeption dran irgendwie? Nee, ne? Ein weitergehen. Geht da direkt in den Raum rein. Ja, das heißt, wir müssen hier rein. Hier lang, besser gesagt. Cool, dass da ein Weihnachtsbaum steht. Das mag ich.
Okay, die Tür ist auch zu. Dann mal einen weiter. Oh, so eine Art Dunkelkammer oder so. Ah, die Tür hört sich aber auch schon übel an. Da will man auch eigentlich gar nicht reingehen. So, die war ja zu, ne? Genau, die hatten wir ja getestet. Gucken wir nochmal. Auch nichts, okay. Ja, wo kriegt man denn jetzt in den wenigen Orten, sage ich mal, einen Kompass? Von da kommen wir ja. Bin jetzt hier mal rein. Wäre eigentlich eine Taschenlampe? Nee, ne? Nee. Ist ja wirklich sehr, sehr dunkel. You need to find the compass and scrying mirror. Ja, ja, ich gebe ja schon alles. Ich finde irgendwie nichts. Und dann bin ich wieder da. Es ist aber auch verflixt und zugenäht. Wenigstens hier irgendwie am Tresen irgendwas durchsuchen könnte. Hier war ja auch nichts. Ich meine, wo liegt denn einfach mal so ein Kompass rum, ne? Wir können auch hier in dem Raum nicht weiter reingehen. Wir können uns zwar nur in die Richtung drehen, wir können uns in die Richtung drehen. Aber Zelda selber in dem Raum ist nichts irgendwie. So, das war ja die Tür, wo ich gesagt habe, die ist schon so schrecklich. Zu. Wir können uns immer im Kreis drehen. Die Tür ist auch zu. Müsste ja theoretisch angezeigt werden, wenn hier ein Kompass irgendwie rumliegt. Jetzt gehen wir wieder nur in die Richtung. Dass hier nichts ist. Dann holen wir mal den Lift. Ja, wo wollen wir denn mal hin? Gehen wir mal in den Keller, in den Untergrund. Vielleicht liegt ja im Keller ein Kompass rum. Die kann man nicht öffnen. So. Und hier wird wahrscheinlich irgendwer gefangen gehalten.
Hier ist auch nichts. Sieht das Menü eigentlich aus? Ach so. Okay. Ach ja, die war ja auch von der einen Seite geschlossen, von der ich gekommen bin. Da nichts finden, dann gehen wir mal einen weiter. Ui, da war ein kleines Mädchen. Okay, das ist die Nummer 1, dann gehen wir da wieder rein. Dann müssen wir in die 2, in der 1 waren wir ja schon. Alles durchsucht. Sehr realistisch, sehr schnell, wie sie auf der Flucht ist, finde ich. Okay. Erstmal hier. Telefon. Auch nichts. Schubladen oder so? Ne. Open Notes. Turn on the Spirit Receiver. Communicate with Spirits. When you meet Spirits, you can ask. Okay. Oh, die Tür ist sogar auf. Finden wir da irgendwas Nützliches? Store steht hier. Wir bräuchten ja einen Kompass, ne? Ist noch weiter. Move into the room, aber nichts, was ich hier irgendwie gebrauchen kann. Zimmer. Können wir aber nicht reingehen. War super, dass er mich immer dran erinnert, was ich suchen soll. Jimmy Hall is on this floor looking for you. Stay away from him. Das ist schön. Haben wir den Spiegel, den wir brauchen? Den kann ich nicht nehmen, ne? Doch, nimmt da alles klar. So, you can only use the scrying mirror when the icon is invisible. Okay. Nicht invisible, sondern visible, also sichtbar. Mirror to see clues about where to go or which items to use next. It will also help you locate lost key compasses and the ghost box. Könnte es sein, dass ich vielleicht noch einen Kompass habe oder so? Da kann ich mich nur verstecken.
Okay, das ist die Schublade. Ah. Warum nimmt er das denn nicht? Raum 102 finde ich den Kompass. Nee, geh raus da. Wird das 102 sein, gegenüberliegend. Ja, gut, dass wir einen Generalschlüssel haben. Ah, hier ist der Kompass. Sehr gut. Scheint auch nicht reinzukommen. Okay, the compass will point towards nearby spirits. Okay. Raum 104. Einen weiteren Schlüssel gefunden. Key für 104. Wir haben Schlüssel für... Achso, genau. Achso, halt. Wo ist denn... Was eine seltsame Ansicht. Hat dem LG3 angezeigt? Oh geil, ne? Ah, raus hier. Ich freue mich, dass ich den Schlüssel für Raum für Zimmer 104 gefunden habe. Ich bin aber in Zimmer 104. Thank you.
mal ein 2, ne? Oh, war er da eben schon? In der Schublade, ne? Ist auch schon ziemlich panisch, muss ich sagen, so wie sie sich verhält. Okay, das ist so dunkel. Machen wir auch keine Taschenlampe oder so, ne? Nee. Der Raum war zu. Das ist wahrscheinlich auch zu dunkel, ne? Genau. Mal in die 3. Sehr schick, aber auch ziemlich dunkel überall. Nicht zum Durchsuchen. Raum 309. You found a handwritten note which reads goodbye. Okay. Auch nicht gerade prickelnd. Okay. In den Raum. Schlüssel gefunden für 309. Das bringt uns jetzt auch nicht so weit. Also nicht viel weiter. Vermute mal, Badezimmer ist ja immer nur verstecken. Was Spannenderes finden. Oh, einen Ring haben wir gefunden. Aber den Ring will sie gar nicht haben, ne? Nö. Okay. Ja, wir haben ja schon einen Kompass. Hier eigentlich wieder raus. Ja! Alter, ich bin hier erschrocken. Puh. Alter, wie der vorgesprungen kam. Look in the first floor store near the... Weiß.
können wir mal 110 gucken. Ah, Old Suitcases haben wir gefunden. Zu. Okay, first floor store near the stairs for the device. Hier in der Nähe der Treppen soll das sein. Schon ein geiles Hotel, ne? Ah, nein. In der Nähe der Treppen, das müsste ja hinter uns sein, wahrscheinlich. Nee, hier nicht. Aber wir waren in so einem Storeroom schon mal drin. Eins ist ja unser eigener. Dann gehen wir mal. Gucken wir hier in 102. Das ist auch nicht der Storeroom, den ich meine. Nummer 3. Ist dunkel. Ich kann auch kein Licht anmachen. So, auch nicht. Weiß ja nicht, ob er mich will. Also, weißt du, ich habe die Tür auf und ich weiß nicht, ob er jetzt gleich reinkommt oder ob er jetzt draußen ist. Ich meine, ich habe die Tür so weit auf hier vom Schrank. Also. Zeichnungen gefunden. Wir finden jetzt die Schlüssel natürlich für die Räume. Aber wir haben ja einen Generalschlüssel. Das ist ja meiner. So, okay. Und der 6 war auch nicht der Storeroom.
muss wieder raus sein, ne? I'm going to catch you, Maya. So ein kranker Typ, der hinter mir hinterher ist. Der Fahrstuhl. Haben wir in 118 schon drin? Look through the spyglass. Gucken, ob er da jetzt einen Hinweis bekommt. Nur eins, aber welches Zimmer? Ja, 20 ist zu, okay, das muss man jetzt mal merken. Ist zu dunkel. Auch nicht der Storeroom hier. Nee. Warum finden wir den denn nicht, dieser Storeroom? Da bist du reingegangen und dann waren ganz viele Zutaten irgendwie lagen da rum. Nicht. Das Team scheint auch dunkel zu sein. Ich weiß ja, ob das gutes Versteck ist. Ein bisschen logisch vorgehen. Das ist immer die Tür, wo wir immer wieder versuchen. Das ist der Ritter. Das ist die falsche. Hier müssen wir raus. Das ist der falsche Weg. Dieser Weg kann nicht der falsche sein. Der Weg ist schwach. Ja, also eh nicht. Ah, Mann. Thank you.
So. Ist der Fahrstuhl. Wir müssten jetzt... Hier sind die Treppen. Hier sind jetzt zwei Räume. Einmal der hier. Store, da ist er. Boah, endlich. Super. Jetzt haben wir es endlich. Masken hier. War hier schon mal drin? 117? Wir mal gucken, was wir überhaupt machen sollen. Okay, wenn ich aber ehrlich bin, ich habe jetzt das Gerät. Wusste jetzt gar nicht, was ich damit machen soll. Start conversion with spirits by asking instruction questions. Okay. When you meet spirits, you can ask them question pair there. Okay, die bringen mich dann weiter. Try to make contact with the spirit. Is anyone there? Is anyone there? Bathroom? Ja, aber gibt keinen Grund, sich zu verstecken, also gehen wir wieder raus. Keller könnten wir mal gucken, da würden wir schon ein paar einige Geister finden, ne? 116. Dann drehen wir uns mal in Raum 117. Is someone there? Is someone there? Stecken wir uns erstmal im Schrank. Hier scheint ja nicht mehr hinterher zu kommen, ne? Thank you.
Frage ist, wann bin ich denn sicher? Ah, jetzt kommt er rein. Alter, ey, das ist ein richtig unangenehmes Gefühl, sage ich euch. Dass das ja eigentlich sieht, ne, wenn er so reinguckt. Ist halt rein symbolisch, ne? Ja, da ist nix. Fragen wir hier mal die Geister. Wait until you're safe first. Immer noch nicht sicher? Gar keiner. Is someone there? Who's there? Hello? Den Raum haben wir auch gefunden. Oh, found an wooden pill. Mit 2021 ist zu, okay. Ah! Hat er mich wieder erwischt? Das richtig sehe, sollen wir in die 1, ne? Mit 11 ist auch zu. 110 war aber zu, auch, ne? Genau. Ach, da waren die Koffer, das hatten wir schon mal gesehen. Müsste man sich mal merken, wo man überall schon drin war. Okay, wenn man in der Nähe der... Nähe der Treppen sollen wir unser Device dann anmachen. Hey! I'm here! Hier vielleicht? Down here.
This way. Jimmy? Diese Jumpscares. Aber irgendwann gewöhnt man sich daran. Look at the first floor store near the stairs. Ah, okay, jetzt weiß ich, wir sollen in den Storeroom wahrscheinlich. Oder müssen wir das Gerät wiederholen? Weil er uns das abgenommen hat. So, klingelt doch tatsächlich der Wecker vom Handy. Unangenehm. Die Elevators, genau. Hier muss irgendwo die Treppe gewesen sein. Ah, hier, genau. Und hier muss jetzt der Raum sein. Und zwar, das müsste der Storeroom sein, der hier. Okay, wir fangen. Hello? Is someone there? Is someone there? Nee, das scheint nicht der Fall zu sein. Fahren wir mal in den Keller. Und im Keller gab es doch diesen komischen Raum, wo das ja, nicht den Raum, aber wir sind hochgefahren und dann stand auf einmal ein kleines Mädchen. Wir können mit den Geistern, glaube ich, kommunizieren. Is anyone there? Hello? Ah. What's your name? Contact with Annie, 10 years old. Where did the wooden paddle come from? I don't know. Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? It could have been mine. Who drew those violent pictures? I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? I don't know. Weiß ich nicht, okay. Who did the wedding ring belong to? I don't know.
I saw a girl in the basement crying. Who was she? Okay, das war sie. Who did Charles Purse belong to? It was mine. It was for my birthday, but it was stolen. Who wrote the note that says goodbye? I don't know. Okay, das weiß sie nicht. Okay, Amy hat keine Ernste mehr. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren mal ganz nach oben. Das war ein dritter. Das Telefon drücke ich mal nicht, Notruf. Habe ich nicht geil Lust drauf. Ich nahte aber auch ganz schön. Is anyone there? Is anyone there? Wird's jetzt langsam dunkel. Ist gar nicht, waren wir in Raum 302 schon mal? Dunkel hier. Ich kann auch kein Licht anschalten, ne? Gucken, was er jetzt sagt, wo wir überhaupt hin sollen. Der Spiegel verrät uns ja eigentlich immer einiges. GLG hat er gesagt. Hier, ob wir hier was finden. Ach, das ist der Ring, den wir gefunden haben. Sehen. Stecken wir uns hier mal. Ich glaube, er kommt gleich rein. Er hat da auf dem Flur schon so rumgebrüllt. Kommt aber nichts. Mehr.
Bam, ja genau, ich hab dich schon gesehen. Muss wahrscheinlich wieder das Gerät holen. Gedreht. So rum. So rum. Genau, hier finden wir das. Und dann sollen wir ja in LG gehen, ne? Also quasi Low Ground, also wahrscheinlich in den Keller rein. Jetzt sagt der Spiegel das, ne? Ja. Genau, LG hat der Spiegel vorhin angezeigt. Gucken wir mal, was wir da so finden. Ja, der Keller, aber da waren wir doch auch schon, ne? Die Tür war zu. Hier können wir wieder mit dem Mädel funken. Ist jemand da? Is someone there? I can't hear you. Also, dann gehen wir mal in den Raum rein hier. Vielleicht finden wir da noch eine andere Stimme. Is someone there? Who's there? Vielleicht direkt hier von den Lifts nochmal. Hallo? Okay, der Kontakt ist jetzt da. Mehr haben wir auch gar nicht eingesammelt, also mehr können wir auch gar nicht machen, ne? Is it Amy? Hier ist ein Fragezeichen. Sie hat ja eigentlich auch schon alles beantwortet, ne? Ich der Meinung. Match to replies your thing, connect to work of the spirit story. Okay, the boy used to draw the wildland pictures. Amy didn't earn answer. Wow.
When you said Jimmy stole things from you, is that connected with what you said about the purse? Okay, haben wir das auch gelöst. We haven't asked about this yet. Okay. Dann hoffe ich ja mal, dass er hier abgespeichert hat. Freunde, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Vergesst den Abo nicht. Daumen nach oben, Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin.